Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Wohin führt uns denn die Reise diesmal? Nach Horb am Neckar. Wunderbar, dann immer den Fluss entlang bis in den Kreis Freudenstadt, hier rot markiert im grünen Ländle Baden-Württemberg. Da hat's noch Neckar? Ja, freilich. Hier eine kleine Übersicht. Viel Neckar ist das aber jetzt nicht, oder? Viel Neckar nicht, aber es ist Neckar und hier liegt Horb am Neckar. Wesentlich älter wie die Stadt Freudenstadt. Horb geht zurück in die Zeit der Pfalzgrafen von Tübingen, 12. Jahrhundert, also der romanischen Bauperiode. Davon ist natürlich heute nichts mehr zu sehen, bis auf Ausnahmen. Doch seht hier die herrliche Stadtansicht. Von Osten nach Westen zieht sich die Stadt den Bergrücken empor. Doch einiges musste die Stadt schon mitmachen. 1556 zum Beispiel, da war ein nicht geringer Stadtbrand und große Teile brannten ab. Man hat die Stadt anschließend wieder aufgebaut. Und schließlich im Jahre 1725, lass mich raten, ja, aber diesmal ein totaler Abbrand der Stadt. Konnte man denn da nicht löschen? Der Neckar in der Nähe? Naja, bei 200 bis 300 Grad heißer Luft, da löschte nicht mehr allzu viel. Nur die Flucht blieb. Und anschließend wurde die Stadt wieder aufgebaut. Doch heute ist heute. Hier, direkt am Fluss, kleine Häuschen, Fischer, Gerber waren hier auch. Und hier geht's zur Oberstadt. Da steil rauf jetzt. Magst nicht? Ja, nimm mir doch den Flugdienst. Na gut. Auf in die Oberstadt. Da sind wir auch schon. Das ist die Oberstadt. Ja, von der Bergseite gesehen, da stand einst das Obertor, ein schwerer Graben schützte nochmal, tief und weit, ist heute verfüllt, das Obertor auch abgetragen, es war baufällig geworden, 11 Tore gab's einst. Aber hier, die Grundrisse, Grundmauern des Obertors, überragt vom sogenannten Schurkenturm, ein Turm der oberen Burg, der einstigen oberen Burg, die eben hier schützte, im Stadtmauerverband. Die Rückseite des Turmes, einst offen und dann zu Wohnzwecken verkleidet. Schurkenturm deshalb, im 18. 19. Jahrhundert waren hier solche eingekerkert. Dann ist gleich daneben die Kirche, die katholische Kirche, Heiligkreuz, ehemalige Stiftskirche. Die Dominikanerinnen, die waren von 1261 bis 1806 da. 1806 klingt mir nach Napoleon. Richtig, wir hören gleich noch von ihm. Die Kirche selbst, hier seht, herrlicher Blick nicht. Die ist auch mehrfach wieder aufgebaut worden. Die beiden Stadtbrände haben auch ihr zugesetzt. Doch, immerhin, man hat in gotischem Stil auch die erhaltenen Teile integriert. Gotisch heißt 14. 15. Jahrhundert. Doch hier am Mauerwerk eine Grabinschrift von 1563. Interessanterweise ist da eine Armbrust und ein Kreuz im Wappen desjenigen. Ja, achtet auf solche Details. Horb pflegt liebevoll das, was erhalten ist. Hier das ehemalige Dominikanerinnenkloster, auch wieder erbaut. Und hier der Markt. Schaut. Der zieht sich jetzt nach Osten hin. Herrliche Häuser. Im Kern aus dem 15., 16. Jahrhundert. Und das Prachtvollste, hier, das Rathaus. Da ist die Stadtgeschichte, das Who ist Who. Wir haben ja gesagt, die Pfalzgrafen von Tübingen, die spielen da eine Frührolle. Tun sie auch? Was ist das denn jetzt? Das war doch keine Reichsstadt. Nein, nein, aber das gehört dazu. Wart mal ab. Hier. Pfalzgrafen von Tübingen. Die hatten bis 1305 Horb inne, wenn man so sagen darf. Anschließend wurde das Ganze verkauft an die Grafen von Hohenberg. Es war vorher schon ein bisschen eingeheiratet. Ja, und die Grafen hatten das dann in ihrer Grafschaft und verkauften dieselbe im Jahre 1381 an das Haus Habsburg, Herzog Leopold von Österreich. Im Haus Habsburg, sagst du. Ja, genau, der österreichische Doppeladler. Ja, wir sind hier in Baden-Württemberg, Mann. Was erzählst du? Ich erzähle, dass wir hier im ehemaligen Vorderösterreich sind. Das gibt es wirklich?
Naja, das gab es wirklich bis 1806. Schau hier, eine kleine Übersicht. Es sei gleich gesagt, dass die Grenzen stark schematisiert sind. Das war kein geschlossenes Gebiet, nur geschlossene Bereiche, aber diese zum Teil recht ansehnlich. Ja, zum Beispiel 1457, da wurde in der Stadt Freiburg durch Erzherzog Albrecht den VI. Die Universität gegründet. Nur mal so. Es gab noch andere Mächte hier in der Gegend. Ja, und die Habsburger, die kommen von einer kleinen Burg der Habsburg in der Schweiz, heirateten dann hier in der Gegend ein und dann in den Wiener Raum und wurden die Habsburger. Ach ja, das fing eigentlich hier in der Gegend an. Doch hier, wir sind wieder in der Stadt zurück. Da sehen wir nun den Schurkenturm. Jetzt gehen wir ein wenig nach unten am Löwenbrunnen vorbei, begegnen einigen Stadttürmen. Wir sehen uns nicht die ganze Befestigung an. Hier zum Beispiel der Sommerhaldenturm. Oder aber jetzt runter in das nördliche Tal. Da war der Grabenbach, wichtig auch für das Gerberhandwerk. Hier haben wir den Bußturm. Der stammt auch aus der späten staufischen oder romanischen Zeit, 12. bis 13. Jahrhundert kann man sagen, und mit einem herrlichen Fachwerkaufsatz 16. Jahrhundert. Die Stadt erweiterte sich, wurde natürlich dann auch stärker befestigt, ausgedehnt, teuer war das Ganze, aber natürlich nötig. Wir sehen hier Rundtürme mit querliegenden Büchsenscharten, also Feuerwaffen. Da konnte man ganz ordentlich hinpfeffern. Hier sind wir am ehemaligen Altheimer Tor. Die Stadtmauer zog sich empor, man konnte von oben aus Überhangposition das Tor schützen. Das Tor wurde abgetragen im 19. Jahrhundert, baufällig und auch nicht mehr zeitgemäß. Doch das Torwächterhäuschen hinten dran, das stammt noch aus dem 16. Jahrhundert. Und vom Turm aus, da konnte man natürlich dann auch die Grabensperre hier etwas näher im Auge behalten, das Grabenbachtor. Da war eben der Grabenbach ganz praktisch, floss in die Stadt, aber da konnte man natürlich dann durchgehen. Richtig, das durfte nicht sein. Also hat man eine Grabensperre eingebaut. Das war wie eine Art Fallgatter, fest natürlich aus Eisen. Wenn sich daran jemand zu schaffen machte, dann war das natürlich nicht geräuschlos. Ah ja. Ja, viele alte Reste finden sich hier. Die Häuser, Stadtbrände, wie gesagt, neu aufgebaut, aber die Grundmauern standen noch. Doch mit einem Blick auf die ehemalige Stiftskirche, da gehen wir jetzt nach. Was ist das denn? Tja, schau mal hin. Das ist ein Kirchturm oder Burgturm? Eigentlich beides. Hier stand mal die ehemalige untere Burg. So in der Gegend. Dann hat man hier die Liebfrauenkirche gebaut, um 1280, anstelle der ehemaligen Burgkapelle. Im 17. Jahrhundert stellte man fest, dass der Kirchturm ein wenig instabil war und hat dann die gewaltigen Strebepfeiler angebaut. Sieht gut aus, nicht? So was habe ich noch nie. Ja, es gibt immer was Neues. Hier sind auch einige Schießscharten. Es war gleichzeitig auch ein Wehrturm. Die Stadt war umringt von, naja, sagen wir mal, nicht gerade freundlichen Neidern. Also, die Kirche selbst im Grund eine gotische Kirche, da wurde sie erneuert, 15. Jahrhundert rum. Auch sie nicht ganz glimpflich durch die Brände gekommen, aber recht schön wieder restauriert. Liebevoll sind die Details erhalten. Nehmt euch Zeit, geht langsam durch die Stadt. Besonders auch hier das Steinhaus 1506 erbaut als Speicher- und Lagerhaus. Auch mit Steinen, die von ihrer Natur hier Zangenlöcher, Buckelquader tragen, also das historische widerspiegeln. So, jetzt sind wir eigentlich fertig. Ein kleiner Hinweis sei noch gegeben. Dies ist ein Beitrag der Serie 4. Es gibt weitere Serien mit garantiert ebenso interessanten Beiträgen. Schaut doch mal rein. Für dieses Mal aber hat diese Geschichte ihren Abgang gefunden. Wir sagen Danke.